Peter, meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich freue mich, dass es der Albert-Heide-Stiftung gelungen ist, das Vorhaben im Jubiläumsjahr umzusetzen, einen Beitrag zu leisten zum 700 Jahre Ersterwähnung unserer Stadt. Unsere Stadt ist viel älter, ist mindestens 800 Jahre alt. Das nur nebenbei, wenn wir mit der 7 oder mit der 700 operieren, dann operieren wir mit der Ersterwähnung. Die Ausstellung blättert natürlich nicht jeden Aspekt der Stadtgeschichte auf. Das kann keiner leisten. Und das würde auch einen Menschen, der zum ersten Mal mit der Geschichte in Berührung kommt, total überfordern. Deswegen haben wir also ein paar Aspekte der Stadtgeschichte ausgewählt, die für uns identitätsstiftend sind. Das eine ist die Lage der Stadt und die Entstehung. Das ist was ganz besonders an einem Übergang über die Oder, wo das Oderbruch am schmalsten ist, nur 1,5 Kilometer breit ist. Da ist an einer alten Handelsstraße die Handwerkersiedlung Freienwalde angelegt worden, so um 1200 vielleicht, vielleicht auch ein bisschen früher schon. Und dieser ganze Gründungsmechanismus, der liegt völlig im Dunkeln, weil es keine urkundlichen Überlieferungen gibt. Die älteste Urkunde, die es überhaupt gibt, in der Freienwalde erwähnt wird, vor 700 Jahren, die liegt im Original hinter mir in der Vitrine. Das Brandenburgische Landeshauptarchiv mit seinem Direktor Dr. Neidmann, Professor Dr. Neidmann, war so nett und hat uns erlaubt, dass wir sie 8 Wochen lang hier ausstellen dürfen. Das Buch ist quasi der Katalog für die Ausstellung. Also wer es noch nie hat, dringend zu empfehlen für 1890. Es ist hier zu erwerben, in der Buchhandlung auch. Und die Auflage ist schon ganz schön durchverkauft jetzt. Die letzten beiden, Hans von Uchtenhagen und sein kleiner Sohn Kaspar, liegen vor dem Altar der Nikolaikirche begraben. Das kann man als bei Fontane schon nachlesen. Fontane hat also diese Story überhaupt erstmal erfunden. Aber diese Uchtenhagen-Zeit war so wichtig für die Stadt, dass sie auch dargestellt werden muss, weil sie eine Zäsur darstellt. Die Stadt war Immediatstadt, sie war nicht direkt dem Landesherrn unterstellt in der Zeit und hat unter doppelter Abgabenlast gelitten. Besonders identitätsstiftend ist das Wappen der Familie von Uchtenhagen, ein rotes, sechsspeichiges Rad in einem silbernen Schild. Dieses Wappen, dieser Schild findet sich gleich zweimal in unserem heutigen Stadtwappen wieder, links und rechts neben einer Eiche, also alle Städte, die auf Walde hin, Fürstenwalde, Eberswalde und so Finsterwalde, haben einen Baum im Wappen, ein drehendes Wappen. Und die beiden Schilde links und rechts, die kommen eben von der Familie von Uchtenhagen und sind so ein Relikt, eine Erinnerung an die Zeit, genauso wie das Ölbild von 1597. Wir haben auch eine frühe Industrie gehabt hier in Freienwalde, das Freienwalder Alaunwerk. Das war eine königliche Einrichtung. König Friedrich Wilhelm I. hat überall in Preußen nach Alaun suchen lassen, weil der Vatikan das Handels- und Produktionsmonopol hatte. Ja, und über die Kur- und Badestadtgeschichte wurde schon so viel geschrieben und erzählt, das will ich jetzt mal nicht auswalzen. Freienwalde ist eine Stadt mit einer sehr außergewöhnlichen Geschichte im Vergleich zu den Nachbarorten. Die Nachbarorte waren entweder Handelsstädte wie Wriezen oder Industriestädte wie Eberswalde, so mit einer vielfältigen Industrie, oder reine Ackerbürgerstädte wie Ackerbürger.